So, meine lieben Leute, wir lassen uns gar nicht so lange lumpen, ne? Machen gleich weiter. Und ja, vielleicht kommen wir in der Folge sogar mal zu Duellen. Ich hatte aber die Idee, dass wir vielleicht doch noch ein paar Packs kaufen. Ich meine, Pack Openings, das wollt ihr doch. So, wir werden aber auf jeden Fall ein bisschen Geld behalten. Mal gucken, dass wir mal ein Booster Pack zu 100% freikriegen. Ja, einfach mal so ein paar kaufen hier. So, X. Nee, X ist hier. Oh Gott, also ich werde noch eine Weile brauchen, bis ich mich an die Steuerung so richtig gewöhne. Vielleicht sollte ich sie doch wieder umstellen. So. Airbellum ist nicht so übel, ne? Der Effekt ist relativ irrelevant, ist aber ein Dreier Empfänger. Ne? X-Able auf jeden Fall auch ein Deck, was wir uns mal machen können. Ne? Hier sind auch Ally of Blue Eyes. Cool. Sogar mit dem guten Artwork, ne? Mit dem Original-Artwork. Das ist ja irgendwie, da gab es ja diesen irgendwie Probleme, ne? Dass irgendjemand die Rechte an dem Artwork hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Und deswegen können die das nicht so einfach reprinten. Und drucken deswegen immer irgendwie neue Blue Eyes. Wenn jemand das ganz genau weiß, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben. So, machen wir mal weiter. Gut, da hat ein Flameless. Cyberdrache. Auch nicht übel, ne? Wir hatten ja eigentlich das Cybernetic Revolution Pack letztens erst freigeschalten, in der letzten Folge oder so. Und da ist eigentlich das Cyberdrache drin. Oh, man sieht, hier sind ordentlich Karten drin. Oder was war der? Fast. Könnten wir eigentlich sogar in unser Deck packen, ne? Da könnten wir quasi dann, wenn wir noch so Chaos-Monster oder was haben, eine Art Mischung aus Zombie, Chaos-Zombies oder so spielen. Das wäre eigentlich, könnten wir auf jeden Fall einen Cyberdrachen gebrauchen. Hier sind halt auch diese ganzen Joke-Archetypes wie Flamewell und Allies of Justice drin, ne? Die alle in der Legacy of the Worthless-Serie vorkamen. Die werde ich noch einige Male zitieren, das könnt ihr euch sicher sein. Kataros ist schon mal nicht schlecht für unser Wurmdeck. Auch aus besagter Serie drin, aber es hätte ja schon eher in den Archetype Archive gehört. Neos, was hier alles für random Shit drin ist, ne? Irgendwie jede Menge Titelmonster, ne? So, den Kram haben wir alles. Aber dafür, dass das ja irgendwie das Wurmpack sein soll, sind ganz schön wenig von den Wurmmonstern drin. Dimiklis ist der Angriff kriegt. Das ist, glaube ich, ganz okay. Wenn wir einfach so ein Casual In-Game Wurmdeck machen. Wurms. Oh, hier ist ja ein Negate Attack, hat man halt gerade. Negate Attack. Beste Falle aller Zeiten. Ne? Deswegen habe ich es aus dem Deck rausgenommen. Jede Menge Staubtornados. Ich weiß nicht, wie viel Spell und Trap Removal haben wir eigentlich in unserem Deck? Muss ich gleich mal nachgucken. So. Ach nee, hier, das ist Invasion der Würmer. Was ist das? Synchro erwacht. Kaufen wir noch ein paar von den Packs hier. Ich will die Würmer! Ich will mir ein Wurmdeck machen. Dafür brauchen wir ja eigentlich. Ich weiß nicht, ob es die. Es ist halt wichtig, dass es die X- und Y-Karten gibt, ne? Wenn es die nicht gibt, können wir es eigentlich auch gleich lassen. So, Wurm Hope ist das da oben. Ich glaube, das war irgendeine Draw Engine-Karte. Aber nicht unbedingt die, die man will, ne? Flippen diese Karte durch. Ja, die muss zerstört werden. Es gibt, glaube ich, auch einen, der einfach durch einen Flip eine Karte zieht. Den nimmt man dann auch mit und man spielt dann quasi noch einige Stall-Karten und sowas. Um ihn zu beschützen. So. Ach, hier sind auch die guten alten Genixe drinne. Noch so ein genialer Archetyp. Das ist ja irgendwie diese Booster-Packs hier, die gibt es ja in echt nicht. Das sind ja irgendwie Zusammenmatschungen von diesen Hidden Arsenal-Sachen und was weiß ich, was da noch für random Shit dort alles drin ist. Das ist irgendeine Handschellendache. What the fuck ist das? Aber jetzt nicht so berauschend, ne? Na komm, dann nehmen wir das auch noch. Wir haben ja ziemlich viel Kohle, ne? Haben wir uns zusammengespart oder habe ich mir zusammengespart? Genix-Turbine.
Das Moftronische Cellphone, das spielt man tatsächlich in Moftronische Decks. Das ist also auch eine Karte, die schon mal nicht schlecht ist. Feindkontrolle auch nicht übel. War halt früher mal ein gutes Staple. Heutzutage, na. Und ich weiß, zur Zeit von 2010 wahrscheinlich auch schon nicht mehr so gut. Gucken wir uns den Kribbel gar nicht erst an. Medium der Eisbarriere. Was haben wir hier? Verrückter Erzunterwäldler. Das ist kein Zombie, ne? Ja, war jetzt irgendwie nicht so berauscht. Wir gucken mal wegen den... Das Tornado ist doch eigentlich immer mal ganz nützlich. Eine neue Packliste ist der Karten. Ah ja, wir haben jetzt 80% in dem Booster-Pack. Wo kann ich denn das nachgucken? Ja, Kartenliste. Und wenn wir 80% in dem Booster-Pack haben, wie zum Beispiel Synchro Erwacher, dann können wir angucken, was dort alles drin ist. Ich habe recht, hier sind ein Haufen von den Boss-Monstern der berühmten Yu-Gi-Oh!-Charaktere drin. Red Eye ist auch. Was haben wir noch? Blizzard, Buster Blader fehlt noch. Geflügelter Kuribo ist ja auch quasi ein Signature-Monster. Angriff mit dunkler Magie ist nichts, was wir brauchen. Diese Drachen-Odem-Karten auch nicht. Neos Zorn. Okay, hier ist eigentlich nicht wirklich was drin, ne? Ich meine, die ganzen Synchros haben wir halt schon. Ne? Und deswegen kaufen wir das Pack eher, um hier den Bryonek zu holen und Katastor. Bryonek ist halt einfach ein gutes generisches Synchro-Monster. Und hier ist es auch noch nicht erratert. Der wurde ja erratert inzwischen, dass er man den Effekt nur noch einmal pro Runde, glaube ich, aktivieren kann. Hier kann man den so oft bouncen und Shit machen, wie man will und damit auch Loops und so ein Krempel machen. Ich habe früher auch Bryonek in meinem Deck gespielt, also im Real Life. Da bin ich aber nie drauf gekommen, dass man damit auch seine eigenen Karten mit unterloopen kann und so einen Shit machen kann. Und halt so ein Off-Combo. So, ich wollte aber nochmal in mein Deck gucken und dann werden wir mal sehen, dass wir noch einen Gegner finden. So, Vampir Lady ist auch eine Karte, die wir eigentlich rausnehmen. Wir haben sogar eine Feindkontrolle. Guckt, MST ist nämlich auf 1 limitiert in diesem Format, ne? Deswegen, aber Heavy ist. Ja, gut. Da würde ich sagen, machen wir vielleicht magische Störungen raus. Ich bin auch kein großer Seven Tools Fan. Es ist zwar alles Annullierung und Annullierung ist in vielen Fällen halt schon nützlich, aber ich würde sagen, dafür machen wir ein bisschen generisch den Staubtornado rein. Wir haben ja, ich weiß nicht mehr, was es war, wir haben ja schon gegen irgendwelche so defensiven Stall-Schwerkraftbindungen stolpern und hier Zwangsevakuierungsgebiet und so ein Mist-Decks gespielt und bah, bah, einfach nur bah, nee, wir wollen einfach mal nur Feindkarten. Wir hatten auch Schwarzes Horn des Himmels in einer der letzten Folgen bekommen, ich wollte mir nochmal durchlesen, was das macht, ob wir das vielleicht reinmachen. Wo sind die ganzen Sachen? Icarus Angriff ist auch schon mal gut, dass wir den haben, wenn wir uns da mal ein Deck machen wollen. Also ein Winged Beast Deck zu Harpien oder Schwarzflügel. So Tarantula haben wir schon drin. Was? Auf der Gejagten haben wir und das haben wir nicht im Deck. Oh. Ist denn rein? So hier, Black Horn of. Annulliere die von einem Monster deines Gegners und zerstöre es. Wir machen das mal ins Side-Deck rein, dass ich das nicht vergesse. Kann nützlich sein, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. Also nicht im noch relativ frühen Spielverlauf, ne? Wenn man später gegen Synchro-Decks, also bessere Synchro-Decks spielen, dann ist das auf jeden Fall eine Karte, die wir mal konzentrieren. Wir suchen nach Staubtornado, ne? Ich bin schon vorbei am Staubtornado. Ein zum Deck. Machen wir auch mal zwei Side-Decks. Eher eine Side-Deck-Karte, ne? So kenne ich es halt. Guck mal, was haben wir denn jetzt drin? Wir haben ja jetzt den Call of the Haunted reingemacht. Ich würde mal sagen, Raigeki-Brecher ist inzwischen nichts, was wir noch wirklich brauchen. Ja, okay, die haben wir ein Side-Deck reingemacht.
Nee, jetzt habe ich ihn zur Truhe gemacht. Oh Gott! Nein! Jetzt habe ich alle rausgenommen. Zwei ins Deck, danke. So, unsere Fallen sehen doch jetzt schon gar nicht so übel aus, ne? Es würden mir vielleicht eher die Prisons fehlen, ne? Anstatt so viele... Wie viele Fallen haben wir denn? 2, 3, 4, 5, 6, 9. Also die Prison oder eine Mirror Force wird mir auch schmecken. So zaubermäßig, sieht es eher noch mau aus. Buch des Lebens halt ein Staple, aber... Sowas wie Seelennehmer und so, okay. Oder ja, Swords ist auch eigentlich nichts, was wir in unserem Deck so wirklich brauchen. So, ich laber mich aber schon wieder im Kopf, um Kopf und Kragen. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal unterwegs. Wir gucken noch mal ein bisschen hier im... Was war das hier? Die Slums oder der Badbereich? Ich weiß nur, es gab den Badbereich. Heute nenne ich den Spa-Bereich. Du warst Sternship-Girl, ne? Also du Sternships, ja. Was... Hier guck, so alternativer Kartensatz. Und da könnten wir uns hier den Blue Eyes mit alternativem Artwork und so holen. Ein wirklich gut davon ist wahrscheinlich nur der Cyberdrache, ne? Denn so am Anfang, dass man dann... Oder Summon Skull Beatdown ist auch immer viable am Anfang von einem Spiel. Jeansjacke. Guck mal, hier, wilder Stil, ne? Wir haben doch letztens erst den wilder Stil... gefunden, ne? Aber hier gibt es noch einen wilden Stil und ich dachte, das wäre dieses Ding. Und halt, das sind halt hauptsächlich Skins. Aber es kommen später Sachen, die halt noch verdeckt sind, noch dazu. Und dann sind es halt noch mehr sinnvolle Skins. So, Informationen. Okay, die hatten wir schon. Oh, Zwischensequenz. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bist du sogar richtig hier? Oh, hey, Tobi. Du hast den Anführer das letzte Mal besiegt, oder? Das wollte ich erledigen, aber es schaut so aus, hättest du mir die Show gestohlen. Na gut, Tobi, wir duellieren uns auf der Stelle. Ich akzeptiere keine Widerworte. Kellen? So, wir können Außenbezirk, Slum und Badbereich. Okay, wir können noch nirgendwo anders hin. Ist schon gut, Kellen. Wir machen das gleich. Ich gehe nochmal schnell zu unserem Versteck und gucke, was Jack so macht. Vielleicht will er ja, keine Ahnung, ein bisschen Spaß. Oder ist er ja schon. Vielleicht ändert sich die Aussicht, wenn wir Satellite erobern. Achso. Achso, die Aussicht von dort oben. Ja, Jack. Ne, was immer du willst. Hier gibt es nichts. Nur ein... Warum hat man so einen Haufen Müll im Versteck? Ne, das ist doch das Versteck, das könntest du wenigstens ein bisschen ordentlich aufräumen. Ich meine, das ist ja... Ich meine, diese ganze Vermüllung und so, das ist ja auch schon ein Stück auf freiwilliger Basis, dass man das hier in Satellite alles so vermüllen lässt. Und hier ist ja einfach nur die Map. Im Hauptquartier geht also nichts ab. Wo hängen Yusei und... Ach ne, Crow ist ja bei uns in der WG, ne? So, das heißt, wir werden uns dann... wohl noch gegen Kellen duellieren in der Folge. Boah, soll mir recht sein, aber ich will noch mal in den Slums. Da waren ja, glaube ich, schon ein bisschen härtere Duellanten. Ich weiß noch, dass wir da gut gesessen haben an den. Ihr guckt da. Warte, Duell? 3 Siege, 1, das... Hä? Ach so. Duell, 3 Siege, 1 verloren. Achso, ich dachte, wir haben erst 3 Duelle und nur 1 Sieg gegen ihn gespielt. Das ist das Min ist, was auch immer Min ist. Ich hätte ja gesagt Unentschieden, aber warum wird Unentschieden als Min abgekürzt? Das ist der Unterschied einer Duellanten-Gang, die er noch nicht geschlagen hat. Das würde also die letzte Gang wahrscheinlich sein. Ich dachte, es gibt nämlich nur noch eine, haben sie doch letztes Mal gesagt, ne? So, Informationen, Roy... 3 Siege, 3 verloren. Ja, der war irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht mehr, was er gespielt hat. Und hier drinne ist Rossi. Den haben wir auch schon penetriert. Du hast die Wheel-Teile, ne? Mal gucken wir mal, ob es noch was gibt. Yep, es gibt tatsächlich noch Teile. Und da ich ja ein Kollektionsfanatiker bin, kaufen wir den ganzen Shit einfach. Und dafür sparen wir immer unsere DP.
Bock, aber ich werde nicht unbedingt fahren die Runde. Wir haben ja irgendwie gar nichts. Wir mussten aber schon D-Wheel fahren, ne? Oder D-Runner. Und Schilde 2. Eine Abkühlung. Zeugt ein Energiefeld, um die Haltbarkeit wieder zu schmieren. Ah, die Leistung. Also man... Das ist irgendwie das Ideale für mich, denn man fährt langsamer, aber repariert Schäden. Das Problem ist, mit langsam kriegt man nicht die guten, Ränge. Feder und das. Okay, wir können es halt schon die Zweierteile holen. Damit können wir dann auf der alten Strecke schon eine ziemlich gute Figur dann machen. Turbojet 2. Guck mal, ich glaube, unser Geld reicht nicht mal. Wenn wir dann es innen auch noch Teile und so haben. Yep. Unser Geld reicht bei weitem nicht, um uns die ganzen Teile zu holen. Ich werde mir mal den Quick Chip 3 nur kaufen. Weil der hat 3 Sterne, das muss gut sein. Achso, ne, das ist so ein Ding, das in den ersten Sekunden irgendwas macht. Ne, bin ich nicht unbedingt der Fan von. Und das ist nur wieder so ein Wahrsager. Okay, jetzt haben wir unser ganzes Geld rausgebraten. Ja, wir zocken ja dann Kellen ab, ne? Also ist alles in Ordnung. So, was gab's denn hier sonst noch zu sehen? Ach, hier stehen überall noch Idioten rum. Information. Oder. Okay, 3 Siege. Die war da auch ziemlich krebsig, oder? Nee, aber kein Loose steht drin. Ich dachte, hier so ein Pflanzendeck. Hideki. Okay, ich dachte, wir hätten ernsthaft schon mehr auf die Schnauze gekriegt schon. Oder denke ich an einen anderen Teil der Reihe. Oh, Yusei steht hier rum. Ah, vielen... Oh Gott. Oh, vielen Dank, für das, was du gestern getan hast. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Oh, ja, vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen, ja. Danke, Yusei, ich wollte dich nicht nochmal ansprechen. Hier hampelt er also rum. So, ich meine, hier sieht es noch ekliger aus als im anderen Teil. Warum will er nicht bei uns mit im... Na ja, gut, irgendwie leben nur Jack und Kellen im Hauptquartier. Und ich meine, so sieht es dort auch aus. So, jetzt aber mal schnell zurück. Wir sind schon wieder 17 Minuten dabei und haben noch nichts gemacht. Nö. Nö, nö, nö. So geht das nicht. So, jetzt wird Kellen aufgerieben. So, Kellen, da stehst du. Ich gehe nur kurz an dir vorbei, um zu speichern. Gott, war der Speicherpunkt nicht auf der obersten Etage? Ich will nur speichern. Nur für den Fall, dass wir nicht gewinnen. Ich weiß halt nicht, ob er irgendwie... Haben wir nicht schon mal gegen Kellen gespielt? Ich hab irgendwie so einen Sinn von Déjà-vu. So. Jetzt aber wieder runter. Haben wir noch gute 8 Minuten oder was Zeit, um uns gegen Kellen zu behaupten. Yo, ich lasse dich nicht den ganzen Ruhm ernten. Oh, jetzt habe ich die falsche Stimme. Ja, das wird noch oft passieren. Kann ich schon mal predikten. Die Vollstrecke, er hat nur eine Stärke von 940, ne? Der Ida-Drachen-Typ aus der letzten Gang hatte mehr. Alter, Kellen, du sollst doch an deinem Deck arbeiten. Man kann doch nicht so schwer sein, diese ganzen Rando-NPCs, um ihr ganzes Geld zu erleichtern. Habt ihr gesehen? Nee, das habe ich mir gerade eingebildet. Nee, der hat nur 40. Sah gerade aus, als hätte er 46 Karten im Deck. Guck da mal hier. Achso, erstmal ziehen, ne? So, guck da mal hier. Wir haben Ruf der Mumie auf der Startrand. Zusammen mit des Bär. Also, wie heißt die Karte nochmal auf Deutsch? Verzweiflung aus der Finsternis. Da geht's gleich mal richtig ab, ne? Erstmal 2800er Beatstick in der ersten Runde gespielt. Und auch eine regenerierende Mumie. So, Kellen, frisst das. Da sind wir ja mal gespannt. Verlockung der Finsternis, holy shit. Das ist ja Broken Garden, der hat. Könnte man eigentlich auch zu Draw Power spielen in unserem Deck, ne? Wenn wir sie hätten. Ich meine, sie exilt zwar immer irgendwas, und das kommt dem Zombie, denke ich, nicht so gelegen, aber hey, Draw Power ist Draw Power. Unter Karten der Wiederkehr, heißt das nicht so? Schon seit Jahren verboten ist, ja, zu Recht auch, ne?
Da fehlt es dem Zombie-Tank ein bisschen an Draw-Power. Na, guck dir mal, der Resonator. Also können wir mal wieder nur einen 7er machen, ey. Wir haben nur Urbellum. Das ist das Problem. Na, machen wir trotzdem. Nee, nicht Liste. Spezialbeschwörung. Zack, Synchro. Bumm. Pam, pam. Wie würde Yusei sagen? Jetzt wird aufgedreht. Keine Ahnung. Das war irgendwie immer das Beam bei uns in der Schule. Ist mal, wenn man Synchro Monster gespielt hat, ist wohl aufgedreht. Ach, ja, der Anime, der war schon. Card Games on Motorcycles! Die guten alten Zeiten. Was war das? Der spielt halt irgendwie einfach nur alle random Unterwäldlerkarten, die er zusammenkloppen konnte, in ein Deck gepackt. Habe ich das Gefühl, ne? Er soll doch eigentlich Erzunterwäldler spielen, oder nicht? Also die richtigen Erzunterwäldler und nicht die Schacherzunterwäldler. Chess Archfiends, ne? Von mir aus dürfte auch die Schacherzunterwäldler spielen. Also hier mit Pandemonium und so. Wäre mir auch recht, aber alles ist besser als random Unterwäldler-Monster. Zusammengepackt, in ein Deck zusammengekloppt. Alter, wann werden wir eigentlich mal Leute mit richtigen Decks begegnen? Ich glaube, wir müssten mal World Championship Modus ein bisschen spielen, ne? Das sind auf jeden Fall Gegner mit richtigen Decks. So, Doppelkostum. Auch nicht übel. Das ist ein Zombie-Monster, das man normalerweise nicht spielen würde. So, der hat jetzt diese dämlichen Tokens gespielt, ne? So, mal gucken, was hier verdeckt ist. Blutsauger. Das ist ein random Zombie-Monster. Das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anpacken, das Viech. Holy shit, Kellen. Du brauchst gar nicht wundern, dass der ständig verliert bei den Gebietskämpfen. Zwar, das ist wohl storymäßig noch bevor die gut wurden im Duellieren, ne? So, Urbellum, zack, jetzt muss er sogar was discarden. Achso, nee, zurück aufs Deck oder zurück? Lass mal den Fact lesen. Von seiner Hand auf sein Deck, das heißt, wir bringen seinen Draw damit quasi. Das ist eigentlich auch cool. So, er muss jetzt erstmal überlegen, ne? Das ist schon wieder ganz schön in der Zwickmühle hier, unser Kellen. Ne? Ein Verteidigungsmonster. So, ich denke, wir können ihn doch hier killen, die Runde, ne? Wir beschwören Despair. Doppeltribut, Double Koston? Doppelter Koston. What the fuck ist eigentlich ein Koston? Es gibt ja auch diese Gag-Namen, die irgendwie japanisch gelassen wurden, ne? Raigeki zum Beispiel. Hätten sie auch irgendwie mit Blitzschlag oder so übersetzen können, aber es ist halt Japanese geblieben, weil Weep und so, und das ist ja viel cooler. Und es gibt doch noch eine Reihe anderer Karten. Mir fallen halt nur gerade nicht so wirklich noch welche ein. Cherry Beansman und so, das glaube ich gehört auch dazu. So, ne, der wird einfach nur dumm übersetzt, ne, dass er quasi Cherry, der Soldatenbohnenmann, aber eigentlich soll er ja ein Jelly Beansman sein, ne, also ein Jelly Bean Soldat. Ne, Jelly Bean, wie heißt denn Jelly Beans auf Deutsch? Ich habe noch nie in Deutschland Jelly Beans gefunden, in keinem Laden. Würde die eigentlich gerne mal probieren, aber ist irgendwie nicht so einfach dran zu kommen. Man müsste sich wahrscheinlich irgendwie online bestellen oder so. Gummibohnen. Ne? Also es ist, ihr versteht schon, was ich meine. So, wir haben Kellen ordentlich rasiert in irgendwie 4 Zügen. Puh, ich wusste schon immer, dass du wirklich gut bist. Ausrufezeichen. Hier, nimm diese Karte und du wirst noch besser sein. Oh, was kriegen wir jetzt? In Vanilla 1550er? Oh, Shield Crush. Not bad, not bad. Auch eigentlich eine Karte, die wir mal ins Deck reinmachen könnten, reinsiden könnten, ne, vor einem Spiel, wenn wir irgendwie so ein scheiß defensives Deck spielen müssen. Zerstört halt ein Verteidigungsmonster. Bin mir aber nicht sicher, ob nur verdeckte Verteidigung. So, wir haben jetzt Kellen rasiert. Wie geht's denn jetzt weiter? Bin mir nicht ganz sicher, was zurzeit unser Objective ist. Ne? Wir sollen nur die letzte Gang machen.
wo normalerweise versammeln wir uns dann am Treffpunkt. Okay, Jack ist weg. Also geht's wahrscheinlich wirklich weiter im Treffpunkt. Ich meine, Kellen ist natürlich in die andere Richtung gelaufen, aber der wird sich einfach hier zurück teleportiert haben. Oder auch nicht. Auf dem Tisch ist eine Karte. Yep. Vielleicht müssen wir uns auch einfach vorm Tor der letzten Gang treffen. Ne? Wir hatten das ja schon gefunden, die Folge. Aber ich würde sagen, wir speichern einfach und machen in der nächsten Folge weiter. Und dann werde ich schon irgendwie rausfinden, wo es weitergeht. Ne? So. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschö.